Herzlich willkommen bei NoobTech zu einem weiteren WordPress-Training-Video. Da wir jetzt schon ziemlich alle Dinge durch haben, müssen wir uns jetzt nur noch den Plugins widmen. Plugins sind Code-Snippets oder Schnipsel, die euer WordPress, euren Blog, Webseite um diverse Funktionen ergänzen und sich ganz leicht einbinden lassen und so die Funktionalität und Accessibility von eurer Webseite erhöhen. Wir gehen hierzu. Hier links sehen wir unter Design, wo wir uns letztens befunden haben, einen Reiter Plugins. Wir haben hier eine Verknüpfung für eine Übersicht. Wir können sie hier installieren und wir hätten auch die Möglichkeit, sie zu editieren. Wie gesagt, das empfehle ich Leuten nicht, die nicht wirklich sattelfest mit dem WordPress Codec sind oder in PHP. Sehen wir uns zuerst die Übersicht an. Diese wird jetzt ziemlich leer sein. Wir sehen, wir haben hier standardmäßig nur Akismet vorinstalliert. Akismet ist ein Plugin, das euch vor Kommentarspam beschützen soll. Ich werde vielleicht in einem späteren Video, wo ich dann diverse Plugins vorstelle, auf dieses Akismet Plugin zu sprechen kommen. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, wie ihr Plugins installieren könnt. Ihr könnt hier sagen, ich möchte ein Plugin installieren. Dann klicke ich hier oben drauf oder eben hier links. Wenn ich nun weiß, ich suche ein ganz bestimmtes Plugin, dann kann ich hier zum Beispiel WP Optimize eingeben. Das ist bitte nur ein Beispiel. Klicke dann auf Plugin Suche und ich bekomme leider immer bei diesem Freehoster eine Fehlermeldung. Deswegen ist es ganz gut, wenn ihr hier auf diesen Link klickt, sagt diesen in den neuen Tab öffnen und ihr bekommt automatisch die Seite von WordPress.org aufgerufen, wo ihr sämtliche Plugins downloaden könnt. Es sind sehr, sehr viele, also ihr seht, es sind ungefähr 14.770 Plugins. Nicht alle davon sind gut, aber man kann anhand der Bewertungen, klicken wir da mal drauf, sehen, okay, ich habe hier 390 Bewertungen, ich bin hier auf 4 Sterne etc. Dieses WP Touch wäre zum Beispiel ein Plugin, um die Funktionalität eurer Webseite auf Mobiltelefonen oder Smartphones zu erhöhen. Ihr müsst euch auf jeden Fall dieses Plugin downloaden. Ihr bekommt dieses als ZIP-Datei, ihr empackt das genauso wie es ist. Geht dann in euren FTP-Server, geht dazu, ich gehe nochmal raus, in WP-Content, in den Ordner Plugins. Hier sieht es dann genauso aus, dass wir keine Plugins bisher installiert haben, außer Akismet. Nehmt euer Plugin, das ihr installiert habt, klickt es an und zieht es einfach in diesen Ordner rein. Ihr wartet dann, bis das Ganze fertig ist. Das ist es hier. Dann gehe ich zurück unter Plugins und ihr werdet sehen, wir haben jetzt nicht nur Akismet, sondern auch das andere Plugin. So, wie ihr hier seht, haben wir jetzt dann unter Akismet diese Disable Admin Bar. Die Reihung eurer Plugins erfolgt alphabetisch. Ihr müsst eben dann, je nachdem wie viele installiert habt, dann suchen. Wir sehen hier unter diesem Plugin diese Disable Admin Bar. Und ich werde euch dann noch zeigen, was das ist. Seht ihr eben den Link aktivieren. Das aktiviert dieses Plugin. Ihr könnt es bearbeiten und ihr könnt es von hier aus sofort auch wieder löschen. Ich zeige euch jetzt kurz, was dieses Disable Admin Bar macht. Ihr seht, wenn ihr eure Webseite als Administrator betretet, habt ihr seit neuem, jetzt seit Version 3,
eine graue Bar, wo ihr sofort Dinge machen könnt. Ihr könnt hier euer Profil bearbeiten, das Dashboard gehen, abmelden, hinzufügen etc. Das ist bei diversen Tutorials, wenn ihr Screencasts macht oder andere Dinge, ist das gar nicht so vom Vorteil. Deswegen gehen wir wieder in unser Dashboard. Unter Plugins und klicken hier nun auf Aktivieren Disable Admin Bar. Gehen wir jetzt zurück, dann ist die immer noch da. Das heißt, wir müssen jetzt bei diesem Plugin etwas einstellen und schon sehen wir, diese Bar ist auf der Webseite, wenn wir sie uns dort befinden, weg. Was ist nun hier zu beachten? Dieses Plugin ist nicht mehr vonnöten. Das heißt, ihr müsstet euch nicht mehr installieren. Warum? Auch das zeige ich euch kurz. Ihr geht in euer Profil unter Benutzer, dein Profil und ihr habt hier diese Eintragung, zeige Admin-Leiste auf der Webseite im Administratorenbereich. Klicke ich das auf der Webseite wieder an, speichere das gehe dann wieder auf die Webseite und ihr werdet sehen, ja, wunderbar, sie ist wieder da. Gehe ich zurück, sage nun, dieses Plugin möchte ich nicht haben, denn es bringt mir ja nichts. Deswegen sage ich hier wieder deaktivieren. Gehen zurück, ihr seht, die Admin Bar ist noch da. Ich gehe wieder zurück, gehe in mein Profil, sage die Admin Bar nicht mehr anzeigen, Profil aktualisieren, gehe zurück. Und schon ist sie weg. Das ist in groben Zügen die Funktionalität von Plugins. Manche sind jetzt mit den neuen Features von WordPress 3 überflüssig geworden. Viele, wie gesagt, ich werde euch später noch einige vorstellen, sind somit nutzlos geworden. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man Plugins installiert und verwaltet. Und es sollte dann eigentlich soweit sein, dass ihr jetzt mit WordPress flüssig arbeiten könnt, euren Blog einstellen könnt, wie ihr das wollt. Wenn ja, erzählt es bitte weiter, macht ein Abo, sofern ihr noch keines habt. Und die anderen, tja, machen wie üblich nichts. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.